Jo Leute, in diesem Video gibt es 10 neue Details zum neuen Battlefield 2042, die ihr vielleicht noch nicht mitbekommen habt oder zumindest nicht aus den Trailern und der Website kennt. Darunter Infos zu den Klassen, den Maps, den Spezialisten und viel mehr. KI-Einheiten werden in diesem Battlefield-Teil eine große Rolle spielen. Nicht nur habt ihr die Möglichkeit, offline oder auch mit ein paar Freunden koop-mäßig in Eroberung oder Durchbruch gegen Bots dann zu spielen, sondern leere Multiplayer-Matches bzw. nicht komplett gefüllte Multiplayer-Matches sollen mit Bots aufgefüllt werden, sodass man eben nicht auf den riesigen Maps mit nur 70 Spielern oder so spielt und dann erstmal 30 Minuten laufen muss, um überhaupt auf einen Gegner zu treffen und dann womöglich direkt weggemacht wird. Manche haben jetzt vielleicht Bedenken, dass die KI nicht unbedingt was drauf haben wird. Für Battlefront 2 beispielsweise wurde aber eigens eine neue KI von DICE entwickelt, die auch wirklich herausfordernd sein kann. Daher gehe ich mal davon aus, dass hier für Battlefield auch wahrscheinlich eine ähnlich gute eingesetzt wird oder wahrscheinlich sogar noch eine verbesserte Version davon. Das Plus-System hat man ja schon im Gameplay-Trailer sehen können. Damit hat man eben die Möglichkeit in-game, also man muss nicht erst irgendwie sterben und dann ins Menü gehen oder sowas, sondern kann in-game direkt seine Waffe anpassen. Jetzt wurde auch offiziell bestätigt, welche 4 Kategorien man anpassen kann, und zwar Zielfernrohre bzw. eben Visiere, die Mündungen und Läufe, den Munitionstyp bzw. das Magazin und Unterlaufansätze sind anpassbar. Zu den Klassen und Spezialisten gab es ja auch ein bisschen Verwirrung, ob die Klassen jetzt komplett weggelassen worden sind oder ob die Spezialisten trotzdem irgendwie noch auf den Klassen basieren. Die Klassen gibt es theoretisch immer noch und sind die Basis für die Spezialisten, doch es gibt jetzt einfach nicht mehr diese 4 Standardklassen, sondern das sind viel mehr Kategorien, aus denen man dann einen Spezialisten auswählen kann, dessen Fähigkeiten und Merkmal dann eben auf dieser einen Klasse basiert. Der Rest, also eure Primärwaffe, Sekundärwaffe, ein Wurfobjekt und ein Equipment, könnt ihr frei wählen. Der Ranger, also der Roboterhund zum Beispiel, ist für jede Klasse bzw. für jeden Spezialisten auswählbar. Fahrzeuge könnt ihr euch on the fly auf einem Tablet zu eurer Position liefern lassen. Hierbei funktioniert das Ganze aber nur in einem bestimmten Bereich, sodass ihr nicht beispielsweise hinter den feindlichen Linien heimlich einen Panzer holen könnt. Und es wird dabei natürlich auch eine Grenze geben, wie viele Fahrzeuge maximal auf einmal in einem Spiel möglich sind. Dazu spawnen auch an eurer Basis Fahrzeuge, in die ihr dann direkt einsteigen könnt. Zu den Maps bzw. der Map-Größe gibt es auch viele neue Infos. Während des Battlefield-Briefings wurden alle Maps miteinander verglichen. Manche Maps werden etwas kleiner sein, andere dafür umso größer, aber selbst die kleinste Map Kaleidoskop wird immerhin noch etwas größer sein als die Rotterdam-Map aus Battlefield 5. Umbruch wird die größte Map zu Launch sein. Auf den Maps gibt es auch sehr viel zum Interagieren. Ihr könnt verschiedene Toren und Brücken steuern und so die Wege für Fahrzeuge versperren und auch über Ziplines zu anderen Hochhäusern gelangen. Und da die Maps eben so riesig sind, bestehen sie nicht mehr aus einzelnen Flaggen, die ihr einnehmen könnt, sondern eben Sektoren, in welchen wiederum einzelne Flaggen dann verteilt sind. Dadurch werden dann sehr unterschiedliche Gebiete auf der Karte geschaffen mit einer hohen Dichte an Assets, sodass eben die Maps nicht wirklich leer wirken, sondern dass diese Sektoren eher abgeschlossene Gebiete sind, wie zum Beispiel auf der Map Sanduhr das Stadion. Das wird auch ein Sektor sein, bestehend aus mehreren Flaggen. Zu Launch wird es 10 Spezialisten geben, 4 davon sind schon komplett bekannt und durch den Gameplay-Trailer konnten nochmal 2 neue Spezialisten identifiziert werden. Delta wird ein ballistisches Schild als Fähigkeit haben, während Sundance der Spezialist mit dem Wingsuit ist, mit dem man übrigens auf der Sanduhr-Map von den Hochhäusern auf der einen Seite über die ganze Map bis zum Stadion auf der anderen Seite gleiten kann. Am Modi sind bis jetzt nur Eroberung, Durchbruch und Gefahrenzone bekannt, wobei man bei Gefahrenzone auch noch nicht wirklich weiß, worum es sich handeln soll, außer dass es Squad-basiert ist und kein Battle Royale-Modus sein soll. Ein 4. Modus wurde zwar auch schon angekündigt, aber hier ist noch alles geheim. Laut Beschreibung soll es ein Liebesbrief an eingefleischte Battlefield-Fans sein. Dazu würde dann auch der Leak passen, dass der Modus eine Art Hub ist für Inhalte aus älteren Battlefield-Teilen. Und vor ein paar Tagen wurde dann auch nochmal die Beschreibung angepasst. Dort heißt es nämlich jetzt: Betrete das weite Universum von Battlefield. Würde also auch quasi dazu passen. Viele wissen bereits, dass die Naturkatastrophen unberechenbar sind. Der Raketenstart wird nicht immer stattfinden, sondern hängt von den Spielern ab. Der Tornado wird zufällig verschiedene Wege nehmen und der Sandsturm kann sogar auch von verschiedenen Seiten auf der Map kommen oder manchmal auch komplett ausbleiben, sodass man eigentlich am Anfang des Matches überhaupt nicht weiß, was einen jetzt erwarten wird. Seid ihr in der Nähe einer Katastrophe, beispielsweise dem Tornado, wird zum einen euer HUD glitchen, sodass ihr mehr orientierungslos seid und nicht wisst, wo jetzt genau Gegner in der Nähe sein könnten, und zum anderen könnt ihr auch nicht mehr reinzoomen, sodass das Kämpfen dadurch noch schwieriger wird, aber auch eigentlich realistischer. Und als letztes, auch wenn es keine Kampagne geben soll, wird trotzdem eine Geschichte im Battlefield 2042 erzählt, und zwar eben durch die Spezialisten und ihre Vergangenheit und die Seasons und deren Inhalte. Bis jetzt wurde schon erklärt, wie es zu der Situation in 2042 gekommen ist. Die Welt ist aus den Fugen geraten durch immer mehr Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen, gebrochene Bündnisse. Und das hat halt eben zu Spannungen zwischen den USA und Russland geführt.
Und aus eben diesen Wirtschaftskrisen und Naturkatastrophen sind eben die sogenannten No-Pets entstanden. Und diese Zurückgelassenen und Heimatlosen wurden von beiden Seiten angeheuert, wobei die No-Pets aber nicht unbedingt für eine Flagge kämpfen, sondern eben für ihre eigene Zukunft. Ich hoffe, ihr konntet noch das eine oder andere an neuen Infos mitnehmen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts zum neuen Battlefield verpassen möchtet. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal.